Die Wiedmann-Bibel gibt das Alte und Neue Testament komplett wieder. Aber nicht als Textform, sondern auf künstlerische Art und Weise. Willi Wiedmann erschuf ein Kunstwerk, das sein Sohn nun der Öffentlichkeit zugänglich macht. Mit Martin Wiedmann spreche ich heute über das Lebenswerk seines Vaters. Schön, dass Sie mit dabei sind und herzlich willkommen, Herr Wiedmann. Schön, dass Sie da sind und wir über die Wiedmann-Bibel sprechen können. Sehr gerne. Das ist ja, wie ich schon gesagt habe, keine Bibelübersetzung, sondern eine ganz besondere Bibel. Was ist denn die Wiedmann-Bibel? Also die Wiedmann-Bibel ist die einzig bekannte Bibel, die in Bildern spricht. Mein Vater hat das komplette Alte und Neue Testament übersetzt in Bildern, in genau gesagt 3333 Bilder, zusammengefasst als Leporello. Wenn Sie alles aneinander reihen, alles aufklappen würden, dann kommen da 1,2 Kilometer Bibel raus. Also ein riesiges Werk eigentlich. Wie ist denn Ihr Vater auf diese Idee gekommen, das zu machen? Hat er einfach mal angefangen oder wie kam das? Ja, also die Geschichte war so, er war ja Künstler, hat Kunst und Musik studiert in Stuttgart in den Ende der 50er Jahre, Anfang 60er Jahre. Und er wurde dann angefragt von der Pauluskirche in Stuttgart, die damals zur Renovation anstand, die innen zu gestalten, die auszumalen. Und hat er dort viele Vorschläge gemacht und hat sich intensiv mit der Bibel beschäftigt. Ja, beschäftigen müssen, sonst kann man nicht eine Kirche ausmalen. Und hat der Kirchengemeinderat zwei Jahre gebraucht, um zu entscheiden, welche Bilder, wie man es genau macht, welches Konzept meines Vaters realisiert werden soll. Und in diesen zwei Jahren hat er gedacht, eigentlich ist das so ein tolles Werk, diese Bibel, ich male die jetzt. Und dann hat er einfach mal angefangen. Dann hat er einfach mal angefangen, hat ein Konzept gemacht, wie er das im Kopf so vorhatte, kam da auf diese geniale Idee dieses Leporellos, das können wir nachher noch mal gemeinsam anschauen, und hat dann 16 Jahre weitergemalt, war so ergriffen, so fasziniert von diesem einmaligen Werk der Bibel, dass er nicht mehr aufhören konnte, bis er 16 Jahre lang später das letzte Bild gemalt hat. Und das ist ja, wenn man jetzt sich entscheidet, etwas zu malen, egal was, muss man sich ja für einen Stil entscheiden. Das kann man ja auf ganz viele verschiedene Arten machen. Er hat sich für die Polykonmalerei entschieden. Was versteht man denn darunter? Also Polykon kommt aus dem Griechischen. Poly heißt viel und Kon heißt Ecken. Das heißt viele Ecken. Und er hat eigentlich alles in geometrischen Formen gemalt. Quadrate, Dreiecke, Rechtecke, die sich ineinander reihen. Sind eigentlich alles 45, 60 oder 90 Grad Winkel. Aber mit dieser Technik kann er alles darstellen. Menschen, Tiere, Landschaften, einfach alles, was es zu malen gibt, kann er mit seiner Technik darstellen. Er hat die perfektioniert. War das damals so der Stil der Zeit oder hat er das sich einfach überlegt, war das sein Ausdrucksmittel? Das war sein Ausdrucksmittel, aber ja, die Hard-Edge-Malerei, also viele Kanten, war schon ein bisschen damals in. Und wenn ich die Bilder heute anschaue, sind die immer noch eigentlich modern und frisch. Und die Farben, die sprechen haben eine tolle Ausstrahlung. Und ja, also da hat er irgendwie doch Weitblick auch damals schon bewiesen. Etwas Zeitloses eigentlich. Etwas Zeitloses, genau. Mhm. Sie haben gesagt, diese Bilder sind ja nicht einzeln gemalt, sondern hängen als Leporello zusammen. Können Sie das noch mal erklären, damit jeder das auch versteht, was das bedeutet? Ja, also Leporello, wir haben hier so eine kleine Faltbroschüre. Ist im Prinzip so, das ist wie so eine Ziehharmonika, sich entfaltet. Also müssen Sie sich das ist eigentlich nur eine Miniatur hier, jetzt müssen Sie sich das vorstellen, 1,2 Kilometer lang. Macht es auch als die längste Bibel der Welt. Aber es ist ja nicht so klein, oder? Die das Original ist 34 auf 34 Zentimeter, also quadratisch. Und wenn Sie das eben ausbreiten, dann kommen Sie auf diese 1,2 Kilometer. Mhm. Und damit die längste gemalte Bibel, die es auf der Welt gibt. Aber das ist nur so ein kleiner Nebeneffekt. Sie haben das ja nachdrucken lassen und haben das auch mitgebracht. Ich würde sagen, wir schauen uns das mal an. Wollen wir mal einfach eine Szene anschauen? Ja, also haben Sie was rausgesucht? Ich habe hier mal mitgebracht die Genesis. Das ist hier in dieser Box. Können wir da mal, ich kann Ihnen assistieren. Also hier sieht man jetzt sehr schön diesen Leporello-Gedanken, diesen Leporello-Stil. Und was auffällt, ist, dass jedes Bild hat keinen Anfang und kein Ende. Also hier ist ja die Adam und Eva. Aber hier die Eva, das ist ein Bild, fängt ja eigentlich schon hier an.
respektive die Szene fängt schon hier an und geht aber dann fließend weiter eigentlich ins Unendliche. Das heißt, die Bilder sind wie eine lange Filmrolle, muss man sich vorstellen. Und in dieser 1,2 Kilometer langen Rolle verbirgt sich die komplette Bibel, das Alte und das Neue Testament. Das ist ja wirklich total beeindruckend. Das heißt, hier sieht man schon, hier geht so das Nächste so ein bisschen los, ist aber übergehend und dann kann man hier so weiterschauen. Genau. Kilometer lang. Genau. Kilometer lang, genau. Genau. Okay, das ist mal so ein Eindruck. Man sieht ja auch so ganz viele so Details. Man erfasst natürlich die ganze Szene. Nach welchem Prinzip hat denn Ihr Vater ausgesucht, was er da zeichnet? Also jetzt bei Adam und Eva zum Beispiel im Garten. Also er hatte 40 Bibelversionen zur Auswahl. Und wenn die eine Version, wenn er die nicht richtig verstanden hat, hat er in anderen Bibelversionen weiter studiert, bis er die Szene wirklich verinnerlicht hat, verstanden hat und in der Lage war, die zu übersetzen in Bilder. Also es ist quasi so seine Essenz von den Texten, so wie er sie verstanden hat, kann genau, man sagen. Genau, genau. Mhm. Das ist seine Interpretation. Mhm. Genau. Dann packen wir hier mal diesen Band wieder ein. Davon gibt es ja 16, haben Sie gesagt. Davon gibt es genau 19. Mhm. Das hier, wie gesagt, ist nur die Genesis und ist eine Miniaturversion, eine Verkleinerung. Aber zum Zeigen, weil das Original wäre vom Boden weg über 2 Meter aufgestapelt. Und das können wir jetzt hier heute nicht zeigen. Kann man nicht einfach im Handgepäck mitnehmen? Nein. Haben Sie denn mitbekommen, wie Ihr Vater daran gearbeitet hat? Nein. Das kann man verbergen. So eine große Arbeit. Also mein Vater war ein Tausendsassa, der zurückgezogen lebte in seinem Galeriehaus in Stuttgart und immer kreativ war, immer beschäftigt war mit neuen Ideen, mit neuen Dingen, die er versucht hat oder die er umgesetzt hat. Und man konnte ihm gar nicht folgen. Und er lebte ziemlich zurückgezogen in seiner Galerie. Und die Familie, die kam etwas zu kurz damals. Wir sind auch unter sehr einfachen Verhältnissen aufgewachsen. Das heißt, er musste die Galerie betreiben und hin und wieder mal ein Bild verkaufen oder eine Restaurierung eines Bildes machen. Und am Abend, er war nämlich auch Musiker, habe ich ja erzählt, hat er in Stuttgart im Staatstheater, in der Staatsoper Musik gespielt im Orchester. Insofern, ich hatte eigentlich von meinem Vater gar nicht so viel mitbekommen. Und insofern wusste ich nicht, dass er dieses einmalige Werk erschaffen hat. Sie haben das dann gefunden auf dem Dachboden, nachdem er gestorben war. Hat Sie das überrascht, dann auf einmal da diese ganzen Riesen Leoporellos zu finden? Ja, also es war ein ganz tolles und besonderes Ereignis für mich. Beim Aufräumen nach seinem Ableben, beim Aufräumen seines Galeriehauses in Stuttgart, habe ich dann ganz oben auf dem Dachboden, hinten in der Ecke, 4 so große Alukisten gefunden. Und habe ich da reingeschaut und habe dann diese grünen Bücher, diese grünen Bilder da gefunden. Wusste zunächst nicht so recht, was das sein soll. Aber was mir dann sehr geholfen hat, war, da war auch die Biografie dabei meines Vaters. Etwa 30 Seiten handgeschrieben, warum er das gemacht hat, was er dabei gefühlt hat, was er durchlebt hat, seine Höhen und Tiefen, seine Emotionen, seine Auseinandersetzung mit der Bibel, seine Auseinandersetzung mit den Kirchen. Und das war so bewegend für mich und so ein besonderer Moment in meinem Leben. Da habe ich überlegt, was mache ich jetzt damit? Mache ich jetzt die Kisten wieder zu, schiebe sie wieder ganz nach hinten oder mache ich was damit? Aber nochmal so zu diesem Moment, wie unterscheidet man denn, wenn Sie sagen, Sie haben da so viel aufgeräumt, wie unterscheidet man, das sind so Auftragsarbeiten, das kann vielleicht weg, das muss vielleicht aufgehoben werden, es hat künstlerischen Wert. Hat Ihnen da diese Biografie geholfen oder war Ihnen das gleich so bewusst, das ist was ganz Besonderes? Also mir wurde dann relativ rasch klar, dass es was ganz Besonderes ist, dass es was Einmaliges ist in diesem Galeriehaus. Es gab viele einzelne Bilder, viele schöne Sachen, aber so ein kompaktes, großes Werk, das mein Vater erschaffen hat, das war schon ein unglaublicher Fund, den ich da machen durfte. Und dann habe ich mich entschlossen, das zu verbreiten. Zugänglich zu machen. Da über die verschiedenen Wege sprechen wir gleich noch. Jetzt haben Sie von dieser eigentlich Vorbereitung erzählt, auch diese Erklärung. Was ich mich frage, warum hat Ihr Vater das nicht schon zu Lebzeiten bekannt gemacht oder angestoßen, sondern das quasi ordentlich aufbewahrt, dass es dann vielleicht jemand findet und etwas damit macht? Können Sie sich das irgendwie erklären oder haben Sie eine Vermutung?
Ja, also das haben wir alles in den Unterlagen dann finden können. Also mein Vater hat versucht, seine Mission umzusetzen. Seine Mission war, seine Wiedmann-Bibel allen Christen zugänglich zu machen. Was hat er getan? Er hat Verlage angeschrieben und die Briefe und die Antwortbriefe habe ich gefunden. Er hatte damals eine Schreibmaschine, so eine mechanische, wo man so richtig so mit viel Kraft schreiben muss. Und er hatte eine Polaroid-Kamera, so eine Sofortbildkamera. Er hat die Verlage kontaktiert, hat die angeschrieben, hat ein Bild beigelegt und hat denen erklärt, was er da für ein einmaliges Werk erschaffen hat und sie gebeten, das doch als Buch aufzulegen. Und eigentlich alle Verlage haben geantwortet, dass das technisch nicht möglich wäre, so viele Bilder, 3.333 Bilder, zu reproduzieren zum vernünftigen Preis. Und dann war er sehr enttäuscht, dass er seine Mission, sein Werk öffentlich zu machen, nicht realisieren konnte. Und als ich das auch gelesen habe und gesehen habe, habe ich mich entschlossen, dass ich jetzt seine Mission eigentlich fortführe, weil in 2017 kann man eigentlich Dinge machen, die im letzten Jahrtausend völlig unmöglich waren. Also kann man sagen, die Bibel war vor ihrer Zeit schon fertig, also es gab noch gar nicht die technischen Möglichkeiten. Wie war das jetzt? Haben Sie gleich eine Druckerei gefunden, die gesagt hat, Mensch, das ist mal eine Herausforderung, das machen wir gerne, weil es ist ja trotzdem nichts Einfaches. Also da so viele Bände zusammenhängend darzustellen, ist ja auch heute noch eine technische Herausforderung, obwohl es möglich ist. Ja, das ist eine gute Frage. Der große Entscheid war zunächst mal, okay, wie kann ich jetzt das reproduzieren? Und da war der große Entscheid, wir müssen jedes einzelne Bild scannen, abfotografieren, in hoher Qualität. Und das war eigentlich schon mal eine kleine Investition, die ich da tätigen musste. Aber diese Digitalisierung, und eine Person hat 3 Monate lang jedes einzelne Bild gescannt. So mit diesen digitalen Daten, die jetzt zur Verfügung sind, kann man natürlich alles machen, kann man alles reproduzieren, kann man jeder Form wiederverwenden. So war das eigentlich der entscheidende Schritt, um jetzt hier die Wiedmann-Bibel allen Menschen zu zeigen. Und was würden Sie sagen, was ist so Ihr Anliegen? Also außer die Idee Ihres Vaters fortzuführen, das haben Sie ja gesagt, so das Fortsetzen, was er sich gedacht hat. Was möchten Sie damit erreichen? Also ich möchte erreichen, dass das Werk meines Vaters wirklich bekannt wird, und zwar international, idealerweise global. Bilder sprechen ja eigentlich keine Sprache. Die kann jeder interpretieren, wie er das für richtig und wie er das empfindet. Und somit die Mission meines Vaters zu vollenden. Und da bin ich jetzt seit 2 Jahren aktiv dabei. Und die vielen positiven Feedbacks, die vielen positiven und aufmunternden Kommentare von Leuten, die ich nicht kannte, die mein Vater auch nicht kannten, die sind begeistert. Die sagen, es ist ja unglaublich, dieser Fund. Muss ich unbedingt weitermachen, muss ich unbedingt dranbleiben. Geben mir alle Tipps, empfehlen es weiter, erzählen es weiter. Und das ermutigt mich, das ist so das Benzin für mich, um hier dran zu bleiben und die Mission zu erfüllen. Darüber sprechen wir gleich noch so, auch das Feedback der Leute. Jetzt haben Sie so Sprache erwähnt, das ist etwas, was universell verständlich ist. Bei einer normalen Bibel, sage ich mal, bei einer geschriebenen Bibel hat man ja den Text, auch Textverweise aufeinander. Das gibt es ja jetzt in dieser Version gar nicht. Fehlt denn nicht etwas? Ja, also die Leute haben immer wieder gefragt, wo kann ich denn die Bibel anschauen? Wo gibt es die denn? Und ich kann eigentlich nicht, wie erwähnt, diese über 2 Meter dickes Werk mit mir rumführen. Deswegen haben wir uns entschlossen, eine haptische Version, ein richtiges Buch, eine Kunstausgabe, eine Art Edition zu machen, mit all den Bildern drin, aber auch mit erläuternden Texten aus der aktuellen Lutherbibel 2017. Das die Deutsche Bibelgesellschaft momentan lektoriert. Und ich habe ein Buch mitgebracht. Gucken wir doch mal rein. Mal reinschauen. Das ist also die Kunstedition. Man sieht schon ein auch nicht kleines Werk, würde ich mal sagen. Das sind 2 Bände insgesamt, weil in ein Band hätte es nicht reingepasst. Mhm. Und wir haben, wenn wir da mal reinschauen, auf jeder Seite sind dann 2 Bilder. Also hier geht's los mit dem... Das ist das Buch Exodus, jetzt hier in dieser Ausgabe. Und wir sehen hier schön, dass man hier... Also hier sind immer 2 Bilder auf jeder Seite, insgesamt 4 Bilder aus diesem Leporello,
mit diesen erläuternden Texten aus der aktuellen Lutherbibel. Und da kann man es erkennen. Und jeder sieht in den Bildern was anderes. Jeder kann die Bilder so interpretieren, wie er das für richtig empfindet. Und das ist auch schön. Dadurch hat jeder eigentlich den richtigen Zugang zur Bibel mit diesen Bildern. Mhm. Das heißt, es gibt kein richtig und kein falsch, weil jeder vielleicht auch was anderes sieht oder wahrnimmt. Genau. Mhm. Das heißt, hier bekommt man auch einen Eindruck, hier stellt man sich einfach vor, hier geht es ja so weiter. Ne? Man blättert jetzt zwar wie in einem Buch um, aber... Genau, wir wollten eigentlich ursprünglich als Leporello-Buch drucken, aber das wäre einfach... Technisch ist es nicht möglich und da wäre es noch doppelt so dick geworden. So kann man besser blättern, genau. So ist es handelt. So kann man es. Genau, der Gedanke ist ja erhalten geblieben. Genau. Also diese Möglichkeit gibt es auch, da gibt es den Text dann tatsächlich. Wenn man jetzt trotzdem sagt, okay, gehen wir mal wieder auf die Bilder. Was würden Sie sagen, was hat denn das Bild für einen Mehrwert, was ein Text vielleicht nicht hat? Also was kann einem die Malerei geben, wo der Text vielleicht stehen bleibt? Ja, es gibt mehr Emotionen. Es löst eine Energie in einem aus. Es gibt diese starken Farben, diese fröhlichen Farben, die geben das sind das Salz in der Suppe, kann man so sagen. Und da kann doch jeder wie so ein Film in Bildern die Bibel neu interpretieren. Und das machen Menschen auch. Sie sind auf Messen unterwegs, in Kirchengemeinden, in Klöstern, in Galerien auch, machen verschiedene Ausstellungen. Was ist denn so die Reaktion von den Leuten? Sie haben es natürlich schon ein bisschen angedeutet, dass Menschen begeistert sind. Aber wenn man sich jetzt wirklich mit diesem Werk auseinandersetzt, was sagen da die Menschen? Ja, die Menschen sagen, das ist doch eine neue Art, die Bibel zu erleben, die Bibel zu entdecken. Und auch viele Jugendliche, die unsere App runterladen, sind eigentlich so, haben einen neuen Zugang zur Bibel gefunden. Und wir haben viele Kirchengemeinden, Lehrer, Religionslehrer oder auch Pfarrer, die die Bilder benutzen im Unterricht, die sie an die Wand werfen, die sie ausdrucken und so mit diesen Bildern arbeiten. Und die Bildsprache ist doch eigentlich eine stärkere Sprache wie die Schriftsprache. Oder zumindest kann ein guter Einstieg sein, gute Ergänzung, genau. Aufhänger für ein Thema. Genau. Oder wir haben einen Vikar, der hat die Bilder interpretiert, der hat also Bildinterpretation geschrieben, ging da sehr detailliert auf ein paar wenige Bilder ein und dann Dinge gesehen, die hätte ich gerne gesehen. Und dann sage ich mir, das ist ja unglaublich, was der da alles rausholt. Und so kann jeder für sich die Details interpretieren und rausholen. Wäre auch vielleicht eine gute Erörterung für den Kunstunterricht. Da hätten, ja, genau. Hätten Schüler auch zu tun. Jetzt haben Sie gerade schon die App erwähnt, viele Jugendliche. Es ist ja nicht so, dass Sie nur diesen Nachdruck gemacht haben, sondern man kann fast sagen, so eine digitale Bibelwelt erschaffen haben. Was gehört denn dazu? Vielleicht können Sie das mal kurz erklären. Gerne. Also, da wir ja die Daten alle digitalisiert haben, haben wir gesagt, okay, jetzt machen wir alle Varianten, die es digital gibt. Haben wir angefangen, haben eine DVD produziert. Genauer gesagt sind zwei DVDs, auch hier, weil es passt nicht auf eine drauf. Insofern kann man jetzt mit einem DVD zu Hause am Fernseher oder auch am Computer die Bilder durchlaufen lassen und die Bilder elektronisch konsumieren, anschauen. Dann haben wir eine App gebaut für diejenigen, die mit ihrem Smartphone, mit ihrem Telefon oder auch mit dem iPad oder mit einem Smart Device arbeiten. Könnt ihr es runterladen in den App Store oder Google Play Store. Und hat tolle Features dabei. Hat eine Suchefunktion. Man gibt seine gewünschte Bibelstelle ein und kommt dann direkt zu dieser Bibelstelle in der App. Also muss ich nicht durchwischen. Nein. Oder Sie können ein Bild teilen, Sie können das ausdrucken und es erlaubt mir, die Bildrechte, die geben wir sehr gerne weiter. Können daraus eine Postkarte machen oder an die Wand werfen oder sich ein Bild nachdrucken. Also das gibt es alle Möglichkeiten. Das ist das App. Darüber hinaus haben wir, jetzt wenn wir auf Messen oder auch in Museen denken, haben wir so ein Terminal gebaut, das ist ein ganz großer Bildschirm, wo die ganze Geschichte, die ich jetzt so ein bisschen versucht habe zu erzählen, nachgespielt wird. Und die Leute können selber dort an dem Bildschirm tippen und wischen und blättern und kriegen so die Geschichte erzählt, der Entdeckung der Wiedemann-Bibel auf dem Dachboden meines Vaters und können dann einsteigen in die Bibel selbst. Und können dort die Bilder anschauen
und ein bisschen auch spielerisch die Bibel erleben. Und als neuestes Produkt, und da sind wir besonders stolz drauf, haben wir jetzt eine Virtual Reality Welt geschaffen. Das muss man sich so vorstellen, Sie ziehen eine Brille auf und Sie sind dann in dem Moment in einem Museum, in einem Bibelmuseum, wo es 8 Räume gibt. In jedem Raum ist eine andere Bibelszene dargestellt. Und die Räume sind groß, wie in einem Museum. Es sind 10 Meter hohe Wände und es sind runde Räume. Und Sie bewegen sich in diesem runden Raum und können da, Sie stehen mitten in der Bibel. Sie stehen in der Arche Noah oder im Garten Eden oder was immer die Szene gerade ist. Und können so hautnah die Bibel spüren und erleben. Und wir haben das gezeigt auf mehreren Messen. Wir hatten schon hunderte von Besuchern, die das benutzt hatten. Und die waren hin und weg. Die Brille absetzen, die sind erstmal wow. Das ist ja unglaublich. So etwas habe ich noch nie erlebt, noch nie gesehen. Und so kann man auch die Jungen wieder vielleicht an die Bibel etwas heranführen. Ein tolles Medium. Jetzt haben Sie das gerade so gesagt, das ist ein tolles Erlebnis. Hat das so mit zwei Sachen zu tun? Also einmal diese Kunst dann auch so auf so eine andere Art und Weise zu erleben, aber ich sag mal, Virtual Reality ist ja auch was sehr Neues überhaupt für Menschen. Es ist jetzt ja nicht so, dass man das überall herkennt. Kommen da so diese zwei Sachen zusammen? Ja, ich denke schon, ja, doch. Ja, und was war denn Ihre Überlegung, als Sie gesagt haben, das machen wir mit dieser neuen technischen Möglichkeit? Also warum haben Sie sich dafür entschieden? Ja, wir wollen, wie ich eingangs erwähnte, wir wollen einfach alle digitalen Möglichkeiten ausschöpfen und so für jeden das passende Medium anbieten. Für den einen die DVD, für den anderen die App, für die anderen Virtual Reality oder die haptische Version. Und so haben wir eigentlich die komplette Bandbreite, ich glaube, es gibt gar nicht mehr, abgedeckt, indem wir jetzt die Wiedmann-Bibel zeigen können. Mhm. Und auch für jeden Geldbeutel, es gibt kostenlose Sachen, teurere Sachen. Insofern ist eigentlich für jeden was dabei. Mhm. Und das ist wiederum Ziel der Mission meines Vaters gewesen, die Bibel allen Christen zugänglich zu machen. Mhm. Also es geht da wirklich viele kleine Schritte, die dann so ein wirklich ein großes Bild ganz zusammen genau ergeben. Ja, genau. Die Aufarbeitung und die Arbeit im Projekt bedeutet ja auch für Sie eine intensive Beschäftigung mit diesem Werk. Sie haben jetzt schon gesagt, ja, ich habe jetzt von anderen auch schon gelernt, die dann was interpretiert haben. Aber haben Sie so für sich selber die Bibel auch noch mal mit ganz neuen Augen gelesen oder angeschaut, muss man ja sagen? Ja, also ich muss gestehen, ich war, bevor ich damit angefangen habe, nicht sehr bibelfest, habe aber jetzt ganz tolle Erfahrungen mit der Bibel machen dürfen und komme immer mehr in das Thema rein und bin eigentlich mittlerweile begeisterter Bibelleser, Bibelanschauer. Bibelanschauer. Und hat es in mir auch was ausgelöst. Mhm. Haben Sie denn mal so eine Frage, haben Sie alle Bilder angeguckt, diese ganzen 3.333 Bilder? Oder? Noch nicht ganz. Ich erwische mich immer wieder selbst, dass ich wieder neue Bilder sehe, neue Szenen entdecke, wo ich dachte, die habe ich auch noch nie gesehen. Aber das ist ja das Tolle. Das ist ein endloses Werk. Und das ist ja eigentlich auch das Wesen der Bibel, dass Text und in diesem Fall ja Bilder zu jeder Zeit auch anders sprechen können zu den, genau, zu den Menschen. Ja. Also ein tolles Projekt. Eine letzte Frage. Was wünschen Sie sich denn für dieses Projekt? Ich wünsche mir, dass durch dieses Projekt viele Menschen wieder angeregt werden, sich mit der Bibel zu beschäftigen. Dass das bekannt wird, dass mein Vater zu den Ehren kommt, die so ein Lebenswerk, so ein 16-jähriges Lebenswerk eigentlich verdient hätte. Und ja, dass die Leute Freude damit haben. Mhm. Schön, dass wir darüber sprechen konnten, dass Sie davon erzählt haben. Sehr beeindruckend, wenn man das auch hier wirklich so vor sich liegen sieht. Ich wünsche Ihnen alles Gute für dieses Projekt und schön, Dankeschön, dass Sie da waren. Vielen Dank. Danke. Vielen Dank auch für Ihr Interesse an diesem künstlerischen Thema. Die Bibel in 3.333 Bildern. Gemalt in einem einzigartigen Stil. Das ist das Lebenswerk von Willy Wiedmann, über das wir heute gesprochen haben. Mehr Informationen finden Sie online. Diese Sendung können Sie wie immer in unserer Mediathek noch einmal anschauen oder anhören. Machen Sie es gut und bis bald bei Nachgefragt.